Frau Petri, ich freue mich, hier zu sein in Dresden, mit Ihnen zu sprechen. Die AfD macht wieder unglaublich viele Schlagzeilen. Sie nennen sich selber oder Sie beschreiben sich selber als die Partei des sozialen Friedens. Jetzt bei den ganzen Schlagzeilen, die ganzen Kontroversen, die ganzen Unruhen, könnte man ja meinen, dass die AfD den sozialen Frieden in Deutschland bedroht. Was sagen Sie dazu? Nun, wir haben diese Vokabel ganz bewusst gesetzt, weil wir glauben, dass es nicht erst seit heute, sondern seit Jahren in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Welt Diskussionsdefizite gibt. Und was wir an Aufheizung der Stimmung, auch an radikalisierter Sprache in Deutschland speziell erleben, das ist ja nicht erst seit gestern gewachsen. Man muss sich fragen, wo die Unzufriedenheit der Bürger herkommt. Und die Tatsache, dass viele deutsche Bürger noch nicht auf die Straße gehen, dass sie sich vielleicht im privaten Umfeld unzufrieden, enttäuscht äußern, die Wahlurnen schlichtweg ignorieren, wenn wir an die Landtagswahlen in Sachsen im Jahr 2014 denken, wo gerade einmal die Hälfte der Bevölkerung noch zur Wahl gegangen ist. Die zeigen, dass wir seit der großen Euphorie des Jahres 1989 eines wahrhaftig demokratischen Aufbruches großer Teile der Menschen hier erleben, dass Demokratie zunehmend als ein Zustand wahrgenommen wird, der nicht mehr mit Leben erfüllt ist. Und die Existenz der AfD, die natürlich auf provokante Art und Weise Themen zur Diskussion bringt, sieht erst einmal danach aus, als seien wir nicht friedlich. Wir glauben aber einfach an eine relativ einfache Regel. Ein Konsens in der Gesellschaft, den kann man nur erreichen, wenn man zuvor die Kontroverse gelebt und geführt hat. Das heißt, einen Konsens zu erwarten ohne eine Diskussion, das ist für uns ein undemokratischer Zustand. Der wird aber gerade von der politischen Konkurrenz seit Jahren zementiert. Den möchten wir gern aufbrechen, gern auch laut. Und dann kommen wir auch zu einem nicht nur herbeigeredeten, sondern akzeptierten Konsens auch in der deutschen Bevölkerung. Wer bedroht dann den sozialen Frieden in Deutschland bzw. in Europa? Na, schauen wir uns doch einmal an, wie Europa, wie Deutschland sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Wir können froh darüber sein, dass es seit Jahrzehnten keinen Krieg mehr in Mitteleuropa, im Bereich der aktuellen Europäischen Union und auch angrenzender Länder gibt. Aber wenn wir sehen, wie Weichen nicht mehr für die Zukunft gestellt werden. Das betrifft sowohl die Familienpolitik als auch die Energiepolitik in Deutschland. Das betrifft die katastrophale Währungspolitik, die Europa heute in einen Zustand führt, der mit dem vor Jahrzehnten im negativen Sinn nicht mehr vergleichbar ist. Negativzinsen, Strafzinsen, südeuropäische Staaten, die weitgehend abgehängt sind von der europäischen Wirtschaftsleistung. Dann sehen wir, dass hier das, was nach dem Zweiten Weltkrieg im Konsens entschieden wurde, auf das Prinzip Freiheit und Verantwortung und Wettbewerb zu setzen, mit der klaren Ansage, nie wieder Krieg zu wollen, dass das Stück für Stück aufgegeben wird und dass selbst die NATO sich immer mehr als Angriffsbündnis und nicht mehr als klares Verteidigungsbündnis versteht, ist dann nur ein Aspekt von vielen. Wobei Sie ja nicht gegen die NATO sind. Der uns zeigt, dass wir da in die falsche Richtung laufen. Sie sind ja, also Sie schreiben ja auch, also in dem Parteiprogramm steht ja auch, dass die NATO den sicherheitspolitischen Interessen von Deutschland widerspiegelt. Gut, das ist jetzt mal ein außenpolitisches Thema. Wenn wir jetzt nochmal über Deutschland unterhalten, wer bedroht den sozialen Frieden? Bedrohen die Muslime den sozialen Frieden? Und ich frage es deshalb, weil das eben die größte Debatte aktuell ist, auch in, zumindest augenscheinlich, in ihrer Partei. Und natürlich auch, weil das Thema hochgekocht ist, aufgrund des Treffens mit dem Zentralrat, das als spektakulär gescheitert, als PR-Desaster bezeichnet wird, auch innerhalb und an vermeintlich gibt es auch Probleme innerhalb der AfD oder Diskussionen zu diesem Treffen. Ja. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, zwei Sachen auseinanderhalten. Vielleicht darf ich erst mal kurz was zum sozialen Frieden sagen und dann gerne noch zum Thema Islam. Also wir erleben eine Asyldebatte seit Monaten in Deutschland, weil wir eine fehlgeleitete Politik der Bundesregierung in dieser Frage haben. Aber den sozialen Frieden, den sehen wir sehr viel länger bedroht. Wir haben de facto ein Rentensystem, das am Ende ist. Ich habe gerade das Währungssystem genannt, bei dem Deutschland allen, sagen wir mal, ernstzunehmenden Experten zufolge tatsächlich nicht profitiert hat, wenn wir über Steuerzahler und Sparer reden. Eine Energiepolitik, die den Bürgern massive Lasten aufbürdet. Eine Familienpolitik, die den Namen gar nicht verdient. Das heißt, die Gründe für sozialen Unfrieden inklusive einer erwarteten Altersarmut, die sind das Ergebnis einer jahrzehntelangen falschen Politik. Dass wir jetzt eine Migrationsdebatte dazu bekommen, die diese Probleme offensichtlich macht, weil wir tatsächlich keine Einwanderung von Fachkräften erleben, sondern einen Bruch nationaler und internationaler Regelungen, ob das Dublin-Abkommen betroffen ist oder ob deutsche Gesetze wie die Asylgesetzgebung betroffen sind, die sowohl von der Bundesregierung missachtet werden als auch von illegalen Migranten, dass diese Migrationsdebatte
all die anderen grundsätzlichen Politikfälle auf den Prüfstand stellt, weil Einwanderung in die Sozialsysteme automatisch diese ganzen genannten Defizite offensichtlich macht. Das ist nur natürlich, weil die Frage über Einwanderung letztlich die Frage über die Existenz eines Staates ist. Und jetzt kommen wir zu der Frage des Islams oder der religiösen Thematik innerhalb der Migrationsdebatte. Die Tatsache, dass wir heute kontrovers über den Islam und sein Verhältnis zur Demokratie diskutieren, ist eine Debatte, die überfällig ist in diesem Land. Nur kurz, ich halte... Ist sie überfällig, weil jetzt so viele Migranten aus islamischen Ländern herkommen? Oder hätte man sie schon vorher haben müssen, diese Debatte, auch wenn sie gar nicht relevant gewesen wäre? Na, relevant ist die Debatte schon aus einem ganz einfachen Grund. In Deutschland leben inzwischen ca. 5 Millionen Muslime. Genaue Zahlen müssen wir vielleicht noch mal im Detail erheben. Aber die Entwicklung im Mittleren Osten, die Entwicklung im gesamten arabischen Raum hat ja Auswirkungen auch auf das muslimische Leben in Deutschland und Europa. Wir müssen uns so Zustände wie in Schweden, in Frankreich und in Belgien als drei europäischer Staaten anschauen, um zu sehen, dass wir eine Integrationsdebatte, eine Demokratiedebatte über den Islam schon lange hätten führen müssen. Und zwar deshalb, weil sich auch das Leben von Muslimen in vielen arabischen Ländern über Jahrzehnte verändert hat. Schauen wir nun die Türkei. Die Türkei war ein ganz klar laizistischer, ein säkularer Staat. Atatürk hat die Türkei auf diesen Erfolgsweg gebracht. Und seitdem die AKP, die Partei Erdogans, an der Macht ist, sehen wir eine rückläufige Entwicklung. Wir sehen eine Islamisierung eines ehemals säkularen Staates mit all den Nachteilen, die für die Bevölkerung damit verbunden sind. Und diese Entwicklung sehen wir nicht nur in der Türkei, die sehen wir auch in vielen anderen arabischen Ländern. Und der arabische Frühling hat diese Entwicklung auch letztlich mittelbar nach Deutschland und in andere europäische Staaten bedeutet gebracht. Das automatisch, dass die Muslime den sozialen Frieden in Deutschland bzw. in Europa, aber bleiben wir mal bei Deutschland, bedrohen? Naja, Sie wissen, wir unterscheiden immer sehr klar zwischen den Muslimen und dem Islam. Und ich bitte, diese Differenzierung auf aufrechtzuerhalten, weil ich die Letzte bin, die privat jemanden dafür schelten möchte. Ich bin selbst evangelischer Christ, dass er einen Glauben hat. Es gibt aber in Deutschland auch zweifelsohne viele Atheisten und auch Deutschland ist ein weitgehend säkularer Staat, wenn auch nicht mit der gleichen klaren Trennung wie in Frankreich. Und es ist einfach festzustellen, dass der Islam mit seinen wesentlichen Rechtstheorien, mit seinen wesentlichen Religionsschulen, ob das die Strömung des Wahhabismus oder die der Sunniten und der Schiiten sind, mit der Demokratie, mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Und deswegen bedrohen hier nicht einzelne Muslime den sozialen Frieden. Lassen Sie uns einfach sagen, wir haben ein Demokratieproblem, wenn wir nicht sehen, dass Scharia und die gängigen Auslegungen des Korans, die keine Aufklärung erlebt haben, die keine Reformation erlebt haben, sondern die in den Traditionen Mohammeds, also des 7. Jahrhunderts, stecken geblieben sind, wenn diese Traditionen Einzug halten in Deutschland und sie erhalten eben Einzug nicht nur über die Migrationsbewegung, sondern sie erhalten schon seit Jahren Einzug darüber, dass eben die Entwicklung im Mittleren Osten auch die hier lebenden Muslime beeinflusst. Wenn ich von Migranten, gut integrierten Migranten in Deutschland höre, dass sie Angst davor haben, dass ihre Freunde, ihre Bekannte wieder anfangen, ihre Frauen zu verschleiern, sich von der gesellschaftlichen Mitte abzuwenden, sich zu segregieren, Parallelgesellschaften zu etablieren, dann ist das keine Entwicklung nur der Jahre 2014 und 2015, sondern die reicht leider schon länger zurück. Und die Reaktion der Bundesregierung, eine Willkommenskultur auszurufen, die diese Gefahren verniedlicht, das ist das eigentliche politische Problem dabei. Und deswegen muss eine Partei diese Probleme offen ansprechen. Und man tauscht sich auch aus, zumindest hat man es versucht. Sie haben sich mit dem Zentralrat der Muslime getroffen. Das ist, wie ich schon meinte, oder laut Medienberichten spektakulär gescheitert. Ein PR-Desaster auch innerhalb der AfD, gab es da Diskussionen. Was ist denn da jetzt passiert? Ja. Konnten Sie sich nicht einigen oder war das, wie auch in manchen Medienberichten steht, geplant? Also erstmal widerspreche ich entschieden, dass es ein Desaster ist, weil allein die Tatsache, dass unglaublich intensiv über dieses Treffen und auch die Gründe des Scheiterns berichtet wurde, an sich schon Anlass für weitere Diskussionen ist. Und diese Diskussionen sind nötig, die wollen wir auch weiterhin aktiv mit Argumenten begleiten. Auch mit dem Zentralrat der Muslime? Also wir sind zu einem Gespräch eingeladen worden mit der provokanten Frage, warum hassen Sie uns? Das fand ich sehr bemerkenswert, wenn man jemanden einlädt, ihn von vornherein zu konfrontieren. Wir sind auch über die Medien eingeladen worden, primär und nicht direkt. Macht nichts, wir sind an der Stelle sehr tolerant und sehr nachgiebig und wir haben beschlossen, diese
Einladung dennoch anzunehmen. Wir haben auch nicht jeder Alice Weidel hat dann beschlossen, nicht hinzugehen. Ja, es gab ein Terminproblem, was unter anderem auch daran lag, dass der Zentralrat über 10 Tage nicht in der Lage war, überhaupt einen Termin zu bestätigen und der Bundesvorstand mit all seinen Mitgliedern der AfD hochgefragt ist und sich vor Terminanfragen gar nicht retten kann. War es also ein Organisationsdesaster? Vielleicht eher als für uns nicht, denn wir sind ja mit 3 Vertretern des Bundesvorstandes anwesend gewesen. Und es ging unter anderem um die Frage, ob wir mit dem Zentralrat eine gemeinsame Gesprächsebene finden. Der Zentralrat hat darauf beharrt, uns als Partei in der Tradition des Nationalsozialismus, genau genommen sogar der NSDAP, also der Nazi-Partei, zu betrachten und mit uns auf dieser Basis zu reden. Das ist für uns als demokratische Partei, die aktuell ca. 15% der Bevölkerung vertritt, schlichtweg inakzeptabel. Und ich habe mich dennoch bemüht, an diesem Problem vorbei einzelne Sachfragen mit dem Zentralrat zu klären, wie man zum Beispiel ganz offiziell zur Ehe von Muslimen und Nichtmuslimen oder auch Atheisten steht, wie man es mit der Erziehung der Kinder im Rahmen der christlichen Religionslehre sieht. Uns ist vorgeworfen worden, unsere Ablehnung der Verschleierung der Frau wäre eine Beschneidung von Freiheitsrechten von Frauen insgesamt. Das sind so unhaltbare Vorwürfe, wenn man selbst die Kairoer Erklärung der Menschenrechte, die für alle Muslime meiner Ansicht nach bindend ist, als kalten Kaffee bezeichnet, so wie Herr Masiak das getan hat. Meiner Ansicht nach hat sich hier der Zentralrat entlarvt. Wir lehnen grundsätzlich keine Gespräche ab, deswegen sind wir hingegangen. Aber solange der Zentralrat, der gerade einmal 10.000 Muslime in Deutschland überhaupt nur vertritt und von vielen Muslimen gar nicht als Sprachrohr anerkannt wird, glaubt, ein derartiges Verhältnis zu einer demokratischen Partei pflegen zu können. Ich glaube, da müssen wir ganz klar machen, dass wir diese Art von Gesprächen für nicht dienlich halten. Wird nochmal ein Gespräch stattfinden? Es hat sich jetzt nicht so angehört, als hätten Sie irgendwelche Gemeinsamkeiten gefunden oder einen gemeinsamen Nenner gefunden, sagen wir es mal so. Naja, grundsätzlich war ich es ja, die in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass Miteinanderreden richtiger und besser ist, als übereinander zu reden. Deswegen sollte man grundsätzlich keinerlei Gespräche mit niemandem, auch gerade nicht mit politischen Gegnern, ablehnen. Das werde ich auch nicht tun. Aber es müssen eben die Regeln für ein solches Reden auch ganz klar sein. Und ich glaube, da hat der Zentralrat noch einiges dazu zu lernen. Gibt's jetzt, ist das jetzt ein Streitpunkt innerhalb der AfD, dieses Treffen? Ich meine, aber Herr Gauland hat da auch irgendwie gesagt, ja, wenn das vorher geplant war, dann muss man darüber noch mal sprechen. Also es gibt ja so intern Aussagen, die gesammelt werden. Also da bin ich ganz locker, weil wir in einer Bundesvorstandssitzung am vergangenen Freitag uns dazu recht intensiv ausgetauscht haben und uns sehr einig waren, wie wir da vorgehen werden. Deswegen halte ich es für gut, solche vielleicht unüberlegten Äußerungen einiger Kollegen dort nicht zu kommentieren. Okay, also kein Streitpunkt innerhalb der Partei? Nein, überhaupt nicht. Und die Stimmung innerhalb der Partei zu diesem Thema ist eine sehr einhellige. Deswegen bin ich froh, dass die Partei da so einig dasteht. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, an der Stelle einfach da weiterzumachen, wofür ich gewählt wurde, nämlich mit der Sacharbeit nach innen und nach außen. Das ist meine Aufgabe. Okay, freie Religionsausübung. Nun steht in unserem Grundgesetz drin, dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet sein muss. Ich frage das deshalb, weil gerade in Erfurt eine Moschee gebaut werden soll von der Ahmadiyya-Gemeinde. Und dort engagiert sich auch die AfD stark gegen den Bau dieser Moschee. Wie lässt sich das mit dem Grundgesetz vereinbaren und der freien Religionsausübung, wenn ein Gebäude nicht gebaut werden darf, wie jetzt diese Moschee? Nun ja, also erstmal muss man grundsätzlich konstatieren, dass über den Bau von öffentlichen Gebäuden, Kirchen, Moscheen oder auch anderen Bauwerken das örtliche und regionale Baurecht entscheidet. Da gibt es sehr verschiedene Ansätze und grundsätzlich ist die AfD dafür, die Bürger in solche Bauprojekte einzubinden. Dafür gibt es auch im Übrigen heute schon Methoden und Instrumente. Wir haben bereits im Jahr 2014, als es um den Bau der Großmoschee in Leipzig ging, mehr Bürgerbeteiligung eingefordert. Und wir möchten zukünftig prüfen, inwieweit dort mehr Bürgerbeteiligung möglich ist. Die AfD die lehnt gegen nicht, eine Moschee sind? Nee, es geht grundsätzlich um Bauwerke. Es gibt auch sicherlich in der AfD Stimmen, die den Neubau von mehr Kirchen kritisch sehen. Also wir haben generelle Diskussionen über die Bürgerbeteiligung bei solchen Bauwerken. Was die Erfurter konkret dort tun, was sie kritisieren, das müssen sie regional entscheiden. Aber es gibt keine grundsätzliche Verweigerung der AfD gegen religiöse Bauten. Wenn wir nur auf den Islam schauen, dann müssen wir einfach feststellen, dass zur
Religionsausübung nicht zwingend Minarette, Muezzinruf und Moscheen notwendig sind. Genauso wenig wie die Verschleierung der Frau. Es gibt eine Grundausstattung des Islams, in dem sind einige der sagen wir mal, Religionspraktiken, die heute für viele Muslime vielleicht normal sind in muslimischen Ländern, die nehmen sie als normal an, die waren nicht grundsätzlich da. Und was wir vor allen Dingen kritisieren, ist die Tatsache, dass viele Moscheebauten in Deutschland aus dem Ausland finanziert werden. Das halten wir für nicht akzeptabel, zumindest so lange nicht, wie es nicht auch völlig selbstverständlich ist, dass in Saudi-Arabien oder der Türkei in gleicher Weise Kirchen gebaut werden. Und da gibt es eine Riesendiskrepanz und gern weist man dann darauf, dass es doch hier nicht um Saudi-Arabien oder die Türkei geht. Aber wenn wir über eine Gleichberechtigung von Religionen und religiösen Bauten sprechen, dann muss man dies immer im Zusammenhang sehen. Insbesondere halten wir es für sehr bedenklich, dass die ausländische Finanzierung nicht nur von Moscheebauten, sondern auch von religiösen Lehrern, den Imamen aus dem Ausland eine derartige Dynamik angenommen hat, die wir für kritisch halten, weil wir insbesondere nicht überprüfen können, was in diesen Moscheen gepredigt wird. Und wir haben den Zustand, dass bereits 90 Moscheen in Deutschland vom Verfassungsschutz überwacht werden, weil dort bekanntermaßen extremistische Inhalte gepredigt werden. Daraus erfolgt aber keine Konsequenz. Man tut so, als sei das Problem nicht vorhanden. Das sehen wir in der Tat als bedenklich an und wollen diesen Zustand nicht dadurch verschlimmern, dass jetzt weitere Moscheen gebaut werden. Das heißt grundsätzlich nicht gegen das Grundgesetz, also quasi Verfassungsfeinde. Die AfD sind keine Verfassungsfeinde demzufolge. Nein, natürlich nicht. Es gibt nur immer eine Abwägung, eine Abgrenzung von Grundrechten. Und es bleibt eines immer richtig, dass die Freiheit des Einzelnen spätestens da ändert, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und deswegen sind auch das, was ganz gern gefordert wird, freie Religionsausübung an gewisse Regeln gebunden. Nehmen Sie nur mal das Läuten von Kirchen. Dafür gibt es strenge Regeln. Auch eine Kirche kann nicht läuten, wann sie will. Das muss dann über Gesetze geregelt werden. Und insofern ist die Forderung vieler Muslime, unbegrenzte Moscheebauten zuzulassen, einfach eine völlig unrealistische. Wie viele Muslime gibt es denn, also sind Mitglied in der AfD? Diese Frage wurde Ihnen schon mal gestellt und da hatten Sie noch keine Antwort darauf. Naja, schauen Sie, in Frankreich dürfen Schüler in der Schule nicht gefragt werden, welche Religion sie haben. Und genauso wenig fragen wir bei unseren Mitgliedsanträgen ab, wer welcher Religion anhängt. Haben Sie so einen Schätzwert? Und ob jemand einer Religion, nein, das tun wir nicht. Also ich kenne auch keine andere Partei, die das tut, der die Grund, Religion abzufragen. Wissen Sie, warum ich glaube, dass das eine relevante Frage ist? Weil Sie sich ja auch so häufig und viel über den Islam und Muslime äußern müssen. Sie sind ja quasi schon, mussten sich ja sehr belesen wahrscheinlich über das Thema. Und man holt sich ja seine Expertise ja auch irgendwo her. Ne? Also deswegen, glaube ich, ist diese Frage bei Ihnen besonders relevant, weil Sie sich auch, was den Islam angeht, so äußern, so provokant. Naja, also ich glaube, dass das zwar ein interessanter, aber für mich ein bisschen irreführender Ansatz ist. Denn dann müssen wir uns morgen auch fragen lassen, wer bei uns Christ ist oder wer keiner Religion anhängt, um über die Frage entscheiden zu können, zu welchem Thema wir uns positionieren. Also ich denke, dass das jeder für sich privat entscheiden muss. Und mir persönlich ist es gar nicht wichtig, ob jemand Muslim ist oder nicht. Wir haben Muslime in der AfD. Meistens sind das aber natürlich gerade sehr kritische Muslime, die das Problem ihrer eigenen Religion erkannt haben und die deswegen bei uns dafür mitarbeiten, dass wir eben gerade nach Deutschland keine Lebensweise importieren oder neu aufleben lassen, die das zugrunde richtet, was wir uns über viele, viele Kriege, über viele Jahrhunderte, spätestens mit der Aufklärung an Freiheiten und Demokratie erkämpft haben. Nervt Sie das Thema eigentlich, Islam, Muslime? Naja, es ist eins von vielen Themen und es ist kein Thema, das ich persönlich in den Vordergrund gestellt sehen möchte. Ich glaube, dass wir dringend über die Energiewende reden müssen, über die EU, über den Euro, über Familienpolitik, über die Rente. Also, aber das Thema scheint sehr zu bewegen, ne, hier in Deutschland. Naja, es ist ein Thema, das wieder einmal natürlich auch genutzt werden kann, um zu emotionalisieren. Man muss immer nur wissen, dass eine Partei wie die AfD nur begrenzt eigene Themen setzen kann. Aber wenn es ein Thema gibt, zu dem wir uns äußern müssen, dann tun wir das selbstverständlich. Und ich glaube, wir tun es beim Islam genauso authentisch, wie wir es bei anderen Themen getan haben und haben damit ganz offensichtlich eine Alleinstellung, die die anderen Parteien nicht haben. Und wenn das dann medial interessant ist, dann arbeiten wir natürlich gern damit. Musste eigentlich im Parteiprogramm, um zu vielleicht auch zu provozieren, stehen, der Islam gehört nicht zu Deutschland und vielleicht nicht die abgeschwächte Form, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland? Nun, wir haben im Parteiprogramm auf Aussagen anderer Politiker reagiert, die ja zum Teil schon
über 10 Jahre alt sind. Ich glaube, es war Herr Schäuble, der im Jahr 2004 bereits gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland und damit natürlich einen Maßstab gesetzt hat, an dem man sich dann politisch auch messen lassen muss. Ich halt persönlich halte diesen Satz für völlig verkürzt und erweitere ihn in der Regel, wenn ich darüber spreche, um nur auf den politischen Islam zu kommen. Gibt es eine ganz klare Aussage. Wir kritisieren das politische Verständnis des Islam. Und wenn ich des Islam sage, dann meine ich die wesentlichen Strömungen. Sie hatten von Ahmadiyya erwähnt, die zwar ein eigenes Kapitel wert wären, die aber gerade mal 1% der Muslime ausmachen und von den muslimischen Glaubensgenossen weithin als Nicht-Muslime angesehen werden. Man betrachtet sie als gar nicht mehr muslimisch. Also so viel dazu. Aber den politischen Islam zu glauben, abkoppeln zu können von irgendeinem anderen, ist eine irrige Ansicht. Der Islam, so wie er in vielen, vielen muslimischen Ländern gelebt wird und damit auch Auswirkungen auf Deutschland hat, ist in seiner Gesamtheit zu betrachten. Als solches umfasst er unter anderem die Lehre des Korans und auch die Regeln der Scharia. Und insofern könnte man sagen, wenn es einen Islam ohne Scharia und die Hasspredigten des Korans gäbe, dann könnte das ein unpolitischer Islam sein. Das wäre aber ungefähr so zu behaupten, als gäbe es grundsätzlich ein Christentum ohne Bibel. Das heißt, nimmt man dem Islam Scharia und Koranverzeihung, dann bleibt davon nichts mehr übrig. Und insofern gibt es derzeit keinen unpolitischen Islam. Es gibt sehr wohl die unpolitischen Muslime, die die Tradition und die Spiritualität dieser Religion privat leben, aber die mit den Hasspredigten, die man von Mohammed nachlesen kann, nichts gemein haben. Und deswegen ist es für mich so wichtig, zwischen diesen Personen, die ja in vielen Fällen auch tatsächlich in Deutschland gut integriert sind, und denjenigen, die in Koranschulen sich einer radikalen Auslegung, einer extremistischen Ansicht über die Aufgabe des Islams anschließen, zu trennen. Und Aufgabe wäre dies aber eigentlich nicht für uns, für Christen oder für Atheisten, sondern das wäre Aufgabe von islamischen Vertretern. Und dass der Zentralrat genau diese Differenzierung nicht vornimmt, genau wie viele andere Muslime in Deutschland, das macht das eigentliche Problem aus. Sie haben gerade das Christentum kurz erwähnt. Jetzt wurden Sie ja, oder ich weiß nicht, ob Sie wurden ausgeladen von dem Katholikentag. Stört Sie das eigentlich, wenn Sie ja doch eigentlich die christlichen Werte verteidigen? Nun, es ist die katholische Kirche, die einlädt zu dem Katholikentag. Und als solches steht es der katholischen Kirche völlig frei zu entscheiden, wen sie einladen oder nicht. Es sagt aber viel über die Dialogfähigkeit der katholischen Kirche aus, uns auszuladen. Ich sehe das relativ gelassen, weil man damit natürlich den politischen Diskurs in eine Richtung anstößt, der uns natürlich recht entgegenkommt. Denn diese Art von Dialogunfähigkeit ist es ja genau, die wir kritisieren. Bei unseren politischen Gegnern bis zu den Landtagswahlen, das ändert sich Gott sei Dank. Man weiß inzwischen, dass man an der AfD und ihren Themen nicht vorbeikommt. Und ich weiß auch, dass in der kirchlichen Basis, bei den Gemeindemitgliedern, diese Art von Politik der Kirchenleitung nicht für gut geheißen wird. Das gilt für die evangelische Kirche aber ebenso. Deswegen können wir da relativ gelassen sein. Und es werden AfD-Vertreter selbstverständlich zum Kirchentag gehen. Sie werden natürlich eingeladen. Das stand auch explizit da. Aber das juckt Sie sonst nicht weiter, dass Sie dort nicht quasi auf dem Podium bei einer Diskussion mitmachen, bei den Katholiken. Na, über mangelnde Öffentlichkeit können wir uns ja nicht beklagen. Das ist wohl wahr. Deswegen kommen wir auch mal zu einem anderen Thema. Ich halte mich mal gerne an dieser Überschrift oder dieser Aussage Partei des sozialen Friedens auf, weil ich mir dann die Frage stelle, Partei des sozialen Friedens, sind Sie denn auch die Partei der sozialen Gerechtigkeit? Na, weil ich denke, wir haben ja ein großes Problem in Deutschland damit. Wenn man sich einen Bundesbankbericht anschaut aus dem Jahr 2014, ist das durchschnittliche Nettovermögen pro Haushalt beträgt 214.000 Euro. Nun frage ich mich natürlich, wer dieses Geld hat, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal hier rumfragen würden, hat keiner so viel Geld auf dem Konto. Das liegt auch daran, dass die Verteilung sehr ungerecht ist in Deutschland. Sie fordern eine Steuerreform, damit auch am Ende mehr übrig bleibt. Der Herr Meuthen sagte auf der Pressekonferenz, radikal vereinfachen, breite Entlastungen. Für wen würden denn diese Entlastungen gelten? Also erst einmal möchte ich ganz gerne auf den Konflikt zwischen diesen beiden Begriffen hinweisen. Es hat ja den Grund, warum wir über sozialen Frieden reden und gerade nicht von sozialer Gerechtigkeit. Also der Begriff der sozialen Gerechtigkeit ist in Deutschland vielfach missbraucht.
Und wir erleben in Deutschland regelmäßig Neiddebatten, wenn es darum geht, wer wie Steuern zu entlasten ist. Wir haben deswegen eine ganz klare Position dazu, wer in Deutschland Steuer- und Abgabenentlastung erfahren muss. Und das sind vor allen Dingen Familien mit Kindern. Das Thema Steuersystem ist nochmal ein separates daneben, spielt aber in diesen Komplex mit hinein, weil wir im Rahmen der Familienförderung ja auch die Einführung des Familiensplittings, das über Jahrzehnte diskutiert wurde, aber nie angepackt wurde, jetzt endlich in die Tat umsetzen möchten, wenn wir die Also Familien sollen entlastet werden. Familien sollen entlastet werden von Steuern und Abgaben, dergestalt, dass wir ihnen das über Steuern und Abgaben, also Beiträge zur Sozialversicherung, nicht erst abnehmen, was ihnen dann über Umverteilung und Familienförderung vom Staat wieder hinterher zurückgegeben werden soll. Das wollen wir deswegen, weil wir Familien selbst entscheiden lassen möchten, wie sie ihr Geld ausgeben und weil hinlänglich über Studien diverser Institute nachgewiesen wurde, dass Familien die Hauptlastenträger dieser Gesellschaft sind, wenn es um Steuern und Sozialabgaben geht. Bei den Sozialabgaben reden wir über einen Etat von 400 Milliarden Euro jährlich mit steigender Tendenz, vor allen Dingen eben für Rentenversicherung und Krankenversicherung. Die sogenannte Familienkrankenversicherung, auch das ist wissenschaftlich bewiesen, stützt nicht die Familien, sondern sie belastet sie zusätzlich. Und deswegen fordern wir neben dem Familiensplitting auch Entlastung im Bereich der Sozialversicherung. Es steht auch in Ihrem Programm, dass Sie das Arbeitslosengeld 1 abschaffen wollen, privatisieren. Das und steht auch die nicht im Programm. In Ihrem Leitantrag. Nein, das steht auch nicht im Leitantrag. Da zitieren Sie sicherlich aus inoffiziellen, individuellen Veröffentlichungen vorher. Nein, wir werden das Arbeitslosengeld 1 nicht abschaffen. Dann ist das eine alte Version. Das ist eine sehr, sehr alte Version und es ist auch nicht beschlossen. Die Erbschaftssteuer abschaffen? Ist das ja, korrekt? Wir haben beschlossen, dass wir die Erbschaftssteuer abschaffen wollen, genauso wie die Vermögensteuer. Und um noch einen dritten Aspekt dazu zu bringen, auch über die Zukunft der Gewerbesteuer. Genau, das sind Sie aber auch nicht die Ersten, die das sagen. Schäuble und Brüderle haben das ja auch schon mal gesagt, 2013. Das ist jetzt kein neuer Vorschlag. Zu der Gewerbesteuer. Das ist jetzt kein neuer Vorschlag. Naja, das ist nicht es ganz, ist vielleicht nicht nur gesagt richtig. Worden, ja, ja. Allerdings wurde es nicht durchgeführt. Das ist eine andere Debatte. Die Frage ist, warum wollen Sie die Erbschaftssteuer abschaffen? Und die Vermögensteuer, soweit ich informiert bin, Sie haben sich damit sicherlich mehr auseinandergesetzt, wird ja de facto gar nicht wirklich ausgesetzt. Genau. Warum muss man dann etwas abschaffen, was gar nicht durchgesetzt wird? Und warum sollte man denn die Vermögen denn nicht mehr besteuern? Naja, bei der Vermögensteuer ist das eine ganz einfache Antwort, weil das, was durch die Vermögensteuer erhoben wird, so minimal ist im Vergleich zu dem Verwaltungsaufwand, den diese Erhebung bedeutet, dass eben die Bundesregierung schon eine Aussetzung beschlossen hat. Wir sind nur eben ein bisschen konsequenter. Wir sagen, wenn sie sowieso schon ausgesetzt ist und auch nicht mehr erhoben werden soll, dann können wir sie konsequenterweise auch abschaffen. Und die Erbschaftssteuer? Die Erbschaftssteuer ist in der Tat eine sehr kontroverse Diskussion, auch innerhalb der Partei. Ich war überrascht, dass diese Entscheidung auf dem Parteitag so relativ problemlos gefasst wurde und begründe das unter anderem damit, dass unter anderem das Thema Steuern gar nicht in der Breite diskutiert werden konnte. Ich glaube auch, dass es dazu im Nachgang bestimmt auf Parteitagen der Zukunft nochmal Diskussionen geben wird. Bei der Erbschaftssteuer haben wir zwei sehr diametral entgegengesetzte Positionen. Die eine Position ist, dass einmal besteuertes Vermögen nicht noch einmal besteuert werden sollte. Persönlich kann ich diese Auffassung nachvollziehen, zu sagen, der Staat hat bereits seinen Anteil erhalten. Er muss es nicht noch mal erhalten, nur dadurch, dass es von einer Generation in die nächste weitergegeben wird. Die andere Position, die sich hier nicht durchgesetzt hat, ist die, dass man sagt, wer viel besitzt, soll auch einen Anteil das ist immerhin ein Geschenk, ne? Also, soll dazu benutzen, ja, es ist ein privates Geschenk. Und das ist die Frage, inwieweit muss der Staat hier reinregieren. Aber diejenigen, die diese Steuer befürworten, sagen, wer viel hat, soll der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Auch diese Ansicht kann ich zum Teil verstehen, bin aber als Wirtschaftstreibender, als ehemalige Unternehmerin eher bei denjenigen, die sagen, der Staat soll gern seinen Anteil haben, aber der Staat muss auch nicht an jeder Stelle, und wir haben viele, viele Fälle von Doppelbesteuerung in Deutschland, muss auch nicht an jeder Stelle mehrfach zugreifen. Wir sollten lieber darüber reden, wenn es um eine gerechte Verteilung von Lasten geht, zu schauen, wie aktuell in Deutschland das angebliche Prinzip der Leistungsfähigkeit dazu missbraucht wird, gerade den Mittelstand und die ärmeren Schichten der Bevölkerung immer wieder zur Kasse zu bitten. Ein ganz eklatantes Beispiel für mich ist die Frage, wie man mit Alleinerziehenden im Hartz-IV-Sektor umgeht. Nach neueren Gesetzesänderungen des Arbeitsministeriums müssen alleinerziehende Eltern, meistens sind es die Mütter, in Zukunft darlegen, wie viele Tage die Kinder
beim jeweiligen Ehepartner zubringen, beim Ex-Ehepartner, beim Vater, bei der Mutter und werden dafür Kürzungen an den Hartz-IV-Leistungen erfahren. Allein die Tatsache, dass so ein Projekt von einer SPD-Arbeitsministerin durchgezogen wird, zeigt mir, dass wir nicht so sehr auf einzelne Steuerarten schauen müssen, sondern zusehen müssen, wie das gesamte Sozialsystem neu aufgestellt wird. Und da ist für uns der Ansatz, der Staat hat eine Aufgabe, Schwache zu schützen, aber er muss sich weitestgehend versuchen herauszuhalten. Das heißt, Umverteilung darf nur da staatlich gelenkt und überprüft werden, wo sie unbedingt notwendig ist. Und wir erleben seit Jahren einen überbordenden bürokratischen Aufwand, ob das beim Hartz IV ist, ob es beim Mindestlohn ist und vielen anderen Beispielen bei der Familienförderung, sodass am Ende viel von dem Geld, das eigentlich sehr viel direkter eingesetzt werden könnte, im Verwaltungsapparat verloren geht. Und da möchten wir sagen, dort brauchen wir einen schlankeren Staat. Keinen, der sich komplett raushält, aber einen, der dabei hilft, dass die Leistungen bei denen ankommen, die sie tatsächlich brauchen. Stichwort Alleinerziehende. Sie wollen ja, wie Sie auch meinten, das Familienmodell Vater-Mutter unterstützen und schreiben dann, wer unverschuldet in die Situation der Alleinerziehung gerät, verdient selbstverständlich unser Mitgefühl und die Unterstützung der Solidargemeinschaft. Eine staatliche Finanzierung des selbstgewählten Lebensmodells Alleinerziehend lehnen wir jedoch ab. Wer überprüft, ob man unverschuldet in die Situation kam und warum? Also wie ist das gemeint? Vielleicht frage ich das mal so. Wie ist das gemeint, wenn eine Person unverschuldet in diese Situation kommt? Oder wie soll man feststellen, dass die Person selbst schuld ist an der Situation? Ja, schauen Sie, das ist ein Grundsatzprogramm und noch kein Wahlprogramm. Insofern... Es ist eine Orientierung. Es ist eine Orientierung. Und es ist völlig klar, dass die AfD... diesen Passus zum Familienprogramm natürlich auch vor allen Dingen in Reaktion auf eine Entwicklung in Deutschland geschrieben hat, in der eine Beliebigkeit der Lebensmodelle zur Normalität erklärt werden soll. Und da geht es vor allen Dingen auch um die Frage, inwieweit fördert der Staat alternative Lebensmodelle über Steuerentlastung, über Abgabenentlastung, über die ich bereits gerade gesprochen habe, oder inwieweit tut er das nicht? Ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Schuldprinzip der völlig falsche Ansatz ist. Insofern ist auch die Formulierung an einigen Stellen ein bisschen zugespitzt. Ein bisschen ungünstig. Hier freue ich mich darauf, wenn wir konkrete Vorschläge im Wahlprogramm machen werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass eine Art von Gesetzgebung, die Alleinerziehende dort belastet und nicht entlastet, so wie ich das für dringend notwendig halte, sich auch innerhalb der Partei gar nicht durchsetzen lassen wird. Klar ist, dass wir möchten, dass das Familienmodell an sich vom Staat Unterstützung erfährt. Deswegen lehnen wir unter anderem eine komplette Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften zur Familie ab, um auch Artikel 6 im Grundgesetz Genüge zu tun. Der Staat soll entscheiden, welche Lebensmodelle er subventioniert, gleich fördert. Und wenn Alleinerziehende, die sowieso schon ein schweres Los haben, dort natürlicherweise in einer defensiven Position sind, weil sie sich alleine behelfen müssen, dann wird die AfD nicht die Partei sein, die diesen Frauen, Männern, Müttern und Vätern nicht hilft. Freie Fahrt für freie Bürger steht auch bei Ihnen. Ich denke mal, das ist auch, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall eine populistische Ansage, aber nun gut. Sie sagen, erwähnen auch oft schlanker Staat. Und trotzdem hat man den Eindruck bei so bestimmten Passagen, dass Sie doch in sehr private Lebensbereiche eingreifen. Wie zum Beispiel die Beschneidung, das Kopftuch, Abtreibung, Hilfe für Schwangere statt Abtreibung und natürlich das Erziehungsmodell, dass Sie sehr speziell darauf fokussiert sind, dass eben Vater, Mutter, Kind sind. Und ich finden Sie das nicht sehr privat? Das sind private Entscheidungen. Wollen wir, lassen Sie das aufteilen, damit wir strukturiert vorgehen können. Sie hatten jetzt genannt Erziehungsmodell, Also Abtreibung. Beschneidung, Kopftuch, Abtreibung und das Erziehungsmodell. Genau. Also, ich weiß, das sind sehr viele verschiedene Themen. Aber wir müssen sortieren. Zum Thema Beschneidung gibt es keine Aussagen im Programm. Auch da zitieren Sie aus einem sehr frühen offiziellen Entwurf. Da hat die Programmkommission der Partei sich eindeutig entschieden, dazu überhaupt nichts zu sagen. In der Tat halte ich das für eine sehr private Angelegenheit, die einem Grundsatzprogramm nichts zu suchen hat. Und genauso hat es die Programmkommission auch gesehen. Das Thema Kopftuch sollten wir vielleicht beim Thema Islam lassen. Und dort geht es noch einmal darum, inwieweit ein säkularer Staat das öffentliche Tragen solcher religiöser Symbole überhaupt möchte. Zumal, wenn mit diesem Symbol oder den verschiedenen Verschleierungsmöglichkeiten eindeutig auch Unterdrückung von Frauen und die Beschneidung von Frauenrechten einhergeht. Und deswegen haben wir speziell zum Thema Kopftuch zum Thema Verschleierung eine sehr dezidierte Ansage. Schauen Sie mal nach Frankreich. Dort wird dieses Thema sehr viel konsequenter gehandhabt als in Deutschland. Das wünschen wir uns auch hier. Das Thema
Abtreibung und Lebensmodell. Die Tatsache, dass die AfD konstatiert, dass wir den Staat dazu befähigen wollen, gewisse Lebensmodelle oder das Lebensmodell von Familien finanziell zu unterstützen, weil in der Regel aus diesem Modell des Zusammenlebens Kinder hervorgehen, was eben viele andere Lebensmodelle gar nicht leisten können. Das ist eine steuerliche und natürlich auch eine politische Ansage. Aber zur gleichen Zeit ist die AfD die einzige Partei in Deutschland, die sagt, wir möchten den Eltern nicht vorschreiben, wie sie ihre Kinder erziehen. Und wir haben das gerade schon erklärt, unser System der Familienförderung, die auf weniger Umverteilung und letztlich mehr Rückbehalt eigenen Einkommens bei den Eltern setzt, zu sagen, wir nehmen den Eltern nicht erst Geld über Steuern und Abgaben weg, um es ihnen wiederzugeben. Genau diese Art von Steuerentlastung ermöglicht es Eltern zu entscheiden, wollen wir unser Kind in einer Kinderkrippe erziehen lassen oder wollen wir zu Hause bleiben? Will ein Partner zu Hause bleiben? Das wäre für mich persönlich wohlgemerkt nie das Modell gewesen. Ich habe es selbst auch nicht gelebt, aber ich akzeptiere, dass es viele Familien in Deutschland gibt, die dieses Modell nach wie vor wollen. Und was wir in den letzten Jahrzehnten erleben, und ich habe es auch persönlich erfahren dürfen, ist ein Paradigmenwechsel bei der Bewertung von Erziehungsleistungen. Während es im Osten über Jahrzehnte normal war, dass Kinder in öffentlichen Kindertageseinrichtungen betreut wurden, war dies im Westen Deutschlands kein Tabuthema, aber ein Minderheitenthema. Die meisten Mütter blieben selbstverständlich zu Hause. Und ich selbst musste mich im Jahr 2002 noch dafür öffentlich diskreditieren lassen. Das war lange vor meiner politischen Zeit. Ich sei eine Rabenmutter, weil ich mein Kind in die Kinderkrippe gegeben habe. Heute erleben wir, dass genau umgekehrt Mütter, die zu Hause bleiben wollen, sich dafür rechtfertigen müssen. Und die Herdprämie ist letztlich ein Schlag ins Gesicht vieler Familien, die sich für das Modell zu Hause bleiben entschieden haben. Und deswegen, unabhängig von meiner persönlichen Präferenz, sage ich, der Staat muss den Eltern die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, wie sie es machen wollen. Das ist Freiheit im besten demokratischen und liberalen Sinn. Er muss beides ermöglichen, er darf keines von beiden Modellen bevorzugen. Und deswegen glaube ich, dass wir durchaus im Programm eine gute Balance gefunden haben zwischen einer staatlichen Aufgabe, wenn es um Steuer- und Abgabenpolitik geht, und auf der anderen Seite die Befähigung der Bürger, der Familien selbst zu entscheiden, wie sie leben möchten.